Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mission von Stronghold. Und heute, also erstmal geil, dass ihr wieder am Start seid. Und heute spielen wir die viertletzte Mission, nämlich das Ende des Schweins. Die Leute in der nächsten Grafschaft stehen aufgrund der gewaltigen Steuern, die ihnen das Schwein auferlegt hat, am Rande des Ruins und sind bereit, sich gegen ihn zu erheben. Es ist an der Zeit, den Tod Lord Woolsacks zu rächen. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, hat sich das Blatt wahrlich gewendet. Ihr wurdet beauftragt, die letzte Grafschaft des Schweins zu unterwerfen, indem ihr sein Bollwerk belagert. Ihr habt diese Burg schon einmal belagert, aber da sie wieder aufgebaut wurde und dort eine ganze Garnison stationiert ist, ist die Herausforderung diesmal um einiges größer. Ein einfacher, direkter Angriff mit einem Sturmbock wie letztes Mal wird vermutlich nicht genügen. Errichtet einige Belagerungstürme, um die hohen Wälle zu bezwingen. Ja, und das werden wir tun. Erstmal Hinweise. Hier werdet ihr von vielen verschiedenen Belagerungswaffen Gebrauch machen müssen, um die Burg zu stürmen. Sturmböcke, Belagerungstürme und Tunnelbau spielen dabei eine Rolle. Hinweis: Setzt Belagerungstürme ein, um viele eurer Männer schnell auf die Wälle zu befördern. Machen wir, machen wir. Ja, Ach bitte. du Kacke, Alter. Ihr könnt auf uns zählen. Eine Botschaft des Schweins. Lauf weg, kleines Hündchen. Ich möchte Beschwerde einreichen. Allzeit bereit. So, na dann schießt sie mal dort ab. Womit kann ich Tja, und dienen? was mache ich mit euch? Ich werde hier die Türme auf jeden Fall clearen müssen. Weil das wird sonst nichts. So, der ist ganz schön weit gekommen, muss ich jetzt mal sagen. Ich hätte eigentlich schon ganz gerne, dass die gar nicht erst bis zu den Lanzenträgern hinkommen. Kommt da noch was? Nee, ich denke nicht. So. Achtung! Vorwärts! Wir Und los! machen das diese Mission mal mit Rücke Armbrustschützen. aus! Wir haben es in der letzten mit Bogenschützen gemacht, aber ich habe Eine raus. Botschaft von Sir Longarm. Wir setzen unseren Marsch fort und haben eine weitere Grafschaft zurückerobert. Sehr cool, sehr cool. Ich habe rausgefunden, ich habe in einem Stronghold-Forum Waffen gelesen, dass Armbrustschützen tatsächlich dieselbe Reichweite haben wie Bogenschützen. Im Das Laufschritt. fand ich sehr interessant. Und Marsch. Das fand ich wirklich sehr interessant. So gut wie tot. So. Bereit, eure Lordschaft, zur Stelle. Oh oh. Unerreichbar, Sire. Oh. Holy shit, war's knapp. Aber. Vorwärts. Okay, das ist die Und Maximalhöhe. los. Ich speichere das mal kurz ab. Und speichern. Im Laufschritt. Ja, das ist gut. Sire. Und Ja, Marsch! perfekt. Waffen Sie geschultert! sind Geschichte! Die dürfen dann nicht in Schusslaune kommen. Das wäre ganz ungünstig. Wenn die da anfangen, in Schusslaune zu kommen. Bereit, eure Ladet Lordschaft! nach! So, ihr seid beschäftigt, sehr schön. Zur Stelle! Ja, wie mache ich das jetzt hier? Vorwärts! Dass ich nicht die Reichweite trigger von denen. Achtung, Okay. kurzer Prozess. Schauen wir mal. Ihr seid beschäftigt. Und los, so gut wie tot. Okay. Ah, guck mal, ich kann auf den Turm schießen. Na gut, aber dann fliegen die Bolzen viel zu Sire, unpräzise. Sie sind Geschichte. Macht ihr mal dort. So. Der Erfolg muss. Und speichern. Waffen Ich muss mich jetzt hier geschultert. ganz vorsichtig vortasten. Aha. Im Laufschritt. Laden. Und laden. Bereit, eure Lordschaft. Und Oh, Marsch. oh, 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 oh. Holy shit. Vorwärts.
Okay. Das war knapp. Im Laufschritt. Fuck you, das gibt's doch nicht. Marsch. Ach ja, als ob. Zur Stelle. Im Laufschritt. Hä, wie war das denn nochmal? Warte mal, ich lad nochmal neu. Und laden. Und los. Wie war das denn nochmal? Wie ging das denn? Sire, ich kann nicht anvisieren. So, wir machen Waffen das jetzt ganz Stück für Stück. Ich kann nicht anvisieren. Und hier? Ich kann nicht anvisieren. Na gut, hier geht's dann bestimmt auch nicht. Und marsch! Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich gehe ich zwei und das wird zu viel sein. Ich kann nicht anvisieren. Und den? Ich kann nicht anvisieren. Im Laufschritt. Ladet nach. Aha. Guck mal, das geht. Achtung! Und los! Das ist ein uralter Trick mit diesen Armbrustschützen-Dingern, aber manchmal kriegt man es halt nicht gebacken. Aber noch einen darf ich die eigentlich, glaube ich, nicht vorsetzen. Nicht anvisieren. So gut wie tot. Weil dann... So, gucken wir mal. Ich würde doch mal eins noch vorgehen. Zur Stelle. Sie sind Geschichte. Achtung! Und marsch! Los! Sire, ladet nach. Ach komm schon, also wenn die den treffen würden. Was sieht's hier aus? Waffen geschultert! Kurzer Prozess! Der Erfolg... hält sich in Grenzen. Ich kann nicht anvisieren. Sehr schön. So gut wie tot. Von wegen, ich kann nicht anvisieren. So, dann schießt man dorthin. Hier ist noch kein Erfolg zu verzeichnen. Zur Stelle. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ha, geht doch. Ey, was ist das für ein mieser Trick, Alter? Oha. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Das ist ein mieser Trick. Den kann ich noch gar nicht. Ich kann nicht anvisieren. Jawohl. Ich kann nicht anvisieren. Aber warum können die den Turm treffen, aber den nicht, das verstehe ich nicht. Feuer! Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Okay, das geht wirklich nicht. Und Speicher. Ich denke eigentlich nicht, dass ich noch eins vor kann. Dann werden die anfangen zu schießen. Nee, es scheint zu gehen. Okay. Sire, vorwärts! Fuck you, Alter. Und Waffen geschultert! Ja. Zur Stelle! Im Laufschritt! Okay, dann setze ich den da nicht hin, weil jetzt weiß ich ja, dass dort eine Falle ist. Und yo, fuck you! Okay, interessant. Sire, also, wenn ich den jetzt hier hinsetze, steht er genau zwischen zwei Fallen. Okay. Bereit, eure Lordschaft. Als ob. Bruder, muss ich ganz schnell los. Und klar. Okay, interessant. Zur Stelle. Du stehst jetzt zwischen drei Fallen und du musst dort weg eigentlich. Vorwärts. Was mit und dir? Los, Sire. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Das geht zur auch. Stelle. Aber noch weiter sie darf ich die da eigentlich... Geschichte. Ja, jetzt treffen sie. Geil, nein, nicht landen! Speichern. Und speichern. Achtung. Kann ich den daneben stellen? Oh, als ob! Und laden. Also die stehen jetzt genau zwischen zwei Fallen. Und wenn ich den... Im Laufschritt. Ach, fuck you, der stirbt einfach die ganze Zeit. Und laden. Sire... Und marsch! Boah, als ob. Und klar. Ja gut, dann muss es halt nur mit diesen zwei hingehen. Geschultert. Ladet nach. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Bereit, kurzer Lordschaft. Niemand hat gesagt, dass ihr aufhören sollt. Schön weitermachen. So. Zur Stelle, so gut wie tot. Es ist sehr zeitaufwendig, das gebe ich zu, aber es ist wirklich dienlich, weil jetzt einfach drauf zu stürmen bringt einfach gar nichts. Ich würde sagen, selbst wenn man
leicht oder sehr leicht, ich glaube leicht gibt es nur, ich weiß gar nicht, sehr leicht gibt es glaube ich gar nicht, gibt glaube ich nur leicht. Selbst wenn man auf leicht spielt und ich spiele auf normal. Ich denke nicht, dass das meine Männer überleben würden, um direkt einen Sturm auf das Ding zu machen. Hier ist überall Feuer und hier sind zwei Wellen mit Armbrustschützen. Besonders hier tut es richtig weh. Also würde ich auf keinen Fall das Risiko eingehen wollen. Das ist viel zu riskant. Achtung! Okay, dich habe ich jetzt eins vorgeschickt. Sie sind Geschichte. Und los! Vorwärts! Sire, im Laufschritt! Ah, fuck, Alter! Ah! Bereit, eure Lordschaft! Zur Stelle! Und Marsch! Achtung! Hä? Wie? Ah. Fuck you. Und laden. Und los! Ladet nach! Okay, ich schieße noch weiter. Sire, kurzer Prozess! Nee, geht das jetzt nicht, das verstehe ich nicht. Waffen zwar geht der Trick hier eigentlich auch. Ich kann nicht anvisieren. Mies, Alter, der Trick funktioniert ja auch. So gut wie tot. LOL! Okay, das geht gut. Sie sind ich glaube, die können die nicht sehen, weil die hier quasi noch hinterm Felsen stehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine Mechanik, die ist mir teilweise mysteriös und komplex. Deshalb versuche ich es da gar nicht erst. Zur Stelle, ladet nach. So, trefft ihr hier? Ach Mist. So, jetzt speichere ich das ganze Ding nochmal. Und speichern. Wenn ich den jetzt eins vorsetze. Achtung! Kurzer Prozess. Der ist jetzt eins vorgesetzt quasi. Und wird nicht getroffen an der Stelle. Aber der trifft dort jetzt wenigstens die Leute. Und los! Warte mal, speichern nochmal. Und wenn ich jetzt quasi den daneben setze. Sire, im Laufschritt! Lol, der steht genau auf demselben Punkt und wird aber trotzdem getroffen. Interessant. Interessant, Firefly. Ist okay. Bereit, eure Lordschaft. Vorwärts. Jetzt gehen die dort hinten ab, Alter. Ich blick das nicht. Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Kann mir das mal einer in den Kommentaren erklären? Zur Stelle. Ja, da gehen die auch ab. Und Marsch. Achtung. Da gehen die auch ab. Und laden. Und los. Aber wenn ich den neben den setze, dann gehen die auch ab. Vorwärts. Da rasten die aus. Im Laufschritt. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Wenn ich den direkt davor setze. Ja, naja, gut auch. Und Marsch. Okay, das kann ich verstehen, aber warum der Spot safe ist, das verstehe ich nicht. So gut wie tot. Warum der Spot dort safe ist, keine Ahnung. Und los, sie sind Geschichte. Das wird mir ein Rätsel bleiben. Aber na gut, ich weiß, ich will mich ja nicht beschweren. Aber mein Hexenschuss, der beschwert sich gerade. Uiuiui, uiuiui. Mich hat's heute übel erwischt. Auf Arbeit, ich habe mich vorhin schon mal 2 Stunden auf den Boden gelegt. Auf den Fußboden. Jetzt geht's einigermaßen, aber ich darf mich nicht zurückartig bewegen. Dann haut der voll durch. Wirklich, das hat sich heute so angefühlt, als ob einer mit einer Lanze. Scheiße, warum gehst du? Waffen geschultert! Seite. Vorwärts! Das hat sich heute wirklich so angefühlt, als ob einer mit einer Lanze in meinen Rücken gestochen hätte. Zur Stelle! So mies war das. So gut wie tot. Sie sind Geschichte. Ich kann nicht anvisieren. Achtung! Geht der Trick hier auch? Ich kann nicht anvisieren. Ja, hier geht der Trick auch. Ich kann nicht anvisieren. Das ist ja ein mieser Trick, ey. Anvisieren. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ich kann nicht anvisieren. Diese Art und Weise kann man voll die Technik ich kann nicht anvisieren. Austricksen. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Jetzt geht's nicht. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Okay, aber das ist super nervig. Ich kann nicht anvisieren. Egal, aber das muss ich jetzt mal sein nicht einfach. Anvisieren.
Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Das kannte ich früher gar nicht. Früher bin ich, glaube ich, mehr Risiko gegangen in der Mission hier. Ich kann nicht anvisieren. Und habe wirklich nur die Türme hier draußen einigermaßen geklärt. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht anvisieren. Da kann man mega, mega mies die Technik austricksen. Und Speicher. Und los! Ladet nach! Okay, hier drüben kann ich aber auch treffen. Treffe ich da überhaupt? Ja. Ja, ich treffe. Okay, dann klärt mir mal den Turm. Und dann. So. Wie sieht's bei euch aus? Erfolge zu verzeichnen? Nee, quasi gar nichts. Sire, kurzer Prozess! Den Turm würde ich schon mal ganz gerne freiräumen. Waffen geschultert, so gut wie tot. Ja, okay, da geht's natürlich noch ein bisschen einfacher. Weil das sind ja nur Bogenschützen, die sind relativ schnell down. Geschichte. Ah ja, sehr schön. Ich meine, ja, die Bogenschützen haben da ein bisschen mehr Schutz aufgrund der Zinnen, aber das sollte für die Armbrustschützen da kein Problem eigentlich sein. Zur Stelle. Nicht aufhören. Ladet nach. Jetzt habe ich quasi beide Türme im Blick. Der Trupp schießt dahin, der Trupp schießt dahin. Ich würde ja sagen, wir belagern die einfach so lange, bis sie ausgehungert sind, aber ja, ne? Der Trick funktioniert hier nicht. Achtung, Feuer! Kurzer Prozess. Den können sie quasi auch treffen? Ja, sehr schön. Und los, so gut wie tot. Sire, Sie sind Geschichte. Ah, Mist. Aber ich glaube, ich kann mit denen auch nicht weiter vorrücken, weil die dann in Fallen laufen. Und Speicher. Waffen geschultert. Das Risiko eigentlich auch gar nicht eingehen will. Weil der ist mir auf jeden Fall hier noch ein Dorn im Auge. Komm schon. Sehr schön. Bereit, eure Lordschaft. Ich kann nicht anvisieren. Okay, das hier auch? Ja. Okay. Und hier? Ich kann nicht anvisieren. Perfekt, das funktioniert wunderbar. Ich kann nicht anvisieren. Ich kann nicht das geht anvisieren. Ja, am Schnürchen hier, Hallöchen. Aber den auf der Treppe werde ich wahrscheinlich ich nicht erwischen. Ich kann nicht anvisieren. Als ob. Geil. Ich kann nicht anvisieren. Der habe ich jetzt nicht getroffen. Okay. Zur Stelle. Kurzer Prozess. Schieß dort mal weiter auf den Turm. Ich will den dort eigentlich Platz sehen. So, ich speichere mal kurz den Erfolg zwischen. Oh Gott, mein Rücken. Ah, ich werde alt. Ich merke es. So gut wie tot. Ja, wunderbar. Die räumen wir wunderbar weg. Und los. Haha. Oh. Im Lauf. Nein. Aua, ich darf nicht lachen. Aua, mein Hals. Mein Rücken, meine ich. Ich wollte gerade sagen, haha. Oh, dann haben die ja angefangen zu schießen. Sire, Sie sind Geschichte. Treffen die die hier eher? Ja. Oh, das ist ja wunderbar. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Ich kann nicht anvisieren. Ladet nach. Sehr schön. Zur Stelle. Kurzer Prozess. Die können die Türme hier freiräumen. Perfekt. Wenn die geklärt sind, dann habe ich deutlich bessere Karten. Wunderbar. Hey. Achtung! So gut wie tot. Ich habe nicht die Erlaubnis bekommen, aufzuhören. Und los, Sie sind Geschichte. Steht quasi auf jedem Turm noch ein bisschen was drauf, aber die müssen weg. Ich glaube, Armbrustschützen one-hitten die Lanzenträger. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, ich denke schon. Ja, wir haben jetzt halt den Vorteil, wir können uns jetzt halt Zeit lassen. Die Folge mit dem, Ein neuer Weg, wo wir hier das erste Mal gespielt haben, die ging ja recht kurz. Die ging ja nur
15 Minuten. Waffen geschultert! Aber das wird diesmal nicht der Fall sein. Wir haben ja jetzt schon über 20. Ich komme da immer noch nicht ran. Aber jetzt kann ich mit denen wenigstens ein Stück vorrücken, ohne dass ich jetzt Angst haben muss eigentlich. Achtung! Ja. Und Marsch! Kurzer Prozess! Und los! So gut wie tot! Ach, mir ist einer draufgegangen. Aber jetzt kann ich die doch jetzt töten. Ist egal, wenn einer draufgegangen ist, schicken wir halt einen neuen. Weil eigentlich brauche ich da jetzt auch nicht mehr so viel. Waffen geschultert! Sie sind Geschichte. So. Ah, jetzt ist er schon weg, sehr schön. So, du bist mein neuer Mann für die Mission. Ladet nach! Zur Stelle! Vorwärts! Kurzer Prozess! Achtung! So gut wie tot! Die treffen den da jetzt auch. Wunderbar. Speichern wir das Ganze mal ab. Und Speichern. Der ist auch mittlerweile tot, und der dort ist. Los! Sie sind Geschichte. Gucken, ob sie den treffen. Okay, dann musst du mal kurz als Lochvogel herhalten. Dass sie sich mal ein bisschen und an die Zinne bewegen. Waffen geschultert! Ach. So und laden. Bereit, eure Lordschaft. Ladet nach. Trifft der eine wenigstens? Ja, der eine trifft. Okay, sehr schön. Dann schießt du mal den einen dort runter und ihr zwei. Zur Stelle. Kurzer Prozess. Ihr versucht mal dort weiterzumachen. Ne, ihr müsst vorrücken. Speicher. Und Speicher. Vielleicht kann ich ja eins. Achtung, los, Sire. Das war risikoreich, was ich da gerade versucht habe. Mist, aber der trifft nicht. Waffen geschultert! Boah, noch risikoreicher. Sie sind Geschichte. Oh, oh. Aha, interessant, jetzt treffen die anderen auf einmal. Hm, okay, ich verstehe. Und laden. Na, du machst mal weiter mit dem, du triffst den ja. Ihr habt den Turm sauber gemacht, jetzt ist der dran. Nach. Sehr schön, die treffen. Achtung, und los! Oh. Im Laufschritt. Ah, du. Hm. Das ist ärgerlich. Egal, ich mach einfach erstmal gar nichts mit denen. Ich schick die auch nicht zurück, weil hinter denen liegen jetzt auch Fallen. Der Turm muss auf jeden Fall noch sauber gemacht werden. Hallo. Waffen geschultert. Prozess. Oh, dann muss man mal gucken, ja. Der eine steht ungünstig, der wird hier auf jeden Fall die Pechfelder entzünden. Mir wäre natürlich wohler, wenn er das nicht tun würde. Daher muss ich gucken, ob ich dann von hier irgendwie einen Trupp aufstellen kann, der den Weg, also den besonders dorthin richtet. Bereit, Soldatschaft. Das wäre mir auf jeden Fall noch ein Bedürfnis, weil sonst fackelt mir hier alles ab. Das wäre jetzt nicht so geil, dann hätte ich unnötig Truppenverlust. Dementsprechend, so, sehr schön. Ihr habt eure Mission gut gemacht. Eine Botschaft des Schweins. Oh, das Schwein wittert Gefahr. Ganz recht, du fette Sire, Sie sind Geschichte. Wobei, ich darf mich eigentlich überhaupt als Letzter über dicke Menschen beschweren, denn ich bin selber jetzt nicht der Dünnste. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. So, systematischer Rückzug. Und Marsch. Okay, sehr schön. Zur Stelle! Vorwärts! Ladet nach! Achtung! Und los! So. Sire, im Laufschritt! Das Waffen geschultert! Sein. Kurzer Prozess! Sehr schön, das muss dort leer werden. Geil, die treffen den, super. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ihr kommt jetzt Mission Ein-Mann-Armee besiegen, nämlich den einen hier an den Kohlepfand. Wenn der tot ist, dann habe ich gute Karten. Ich glaube, dann könnt ihr die Pechfelder nicht entzünden. Wobei, die könnten es wahrscheinlich noch. Die haben hier in Sicht. Die sind dort in Zur Sicht. Stelle und Marsch! Ach, sie sind Geschichte. Mist, die treffen den einen dort nicht. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt was anderes. Und Speicher. Und los! Ich gehe damit jetzt volles Risiko, aber. Ladet nach! Sire, ich kann nicht anvisieren!
Ja, okay, der eine ist down. Waffen geschultert! Ich treffe den Leute gar nicht. Eure Lordschaft. Okay, interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Aber der eine Bogenschütze ist tot. So gut wie tot. Und das genügt mir. So, jetzt treffen die auch den Turm dort. Wenn nur die Mange noch weg wäre, das würde mir sehr helfen. Gut, auf den einen Mann kommt es jetzt hier auch nicht mehr an. Der Weg hier vorne ist jetzt quasi frei, aber ich habe noch ein bisschen Angst, dass die hier noch mir so ein bisschen Trouble machen. Ach, sie sind Geschichte. Und los! Ladet nach! Kurzer Prozess! So gut wie tot. Muss auch weg. Ja, die Sachen hier hinten. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht so einfach ran. Möglich wäre es rein rechnerisch. So. Na, einmal noch. Eine Salve noch. Und Speicher. Okay, noch eine. Ah, perfekt. Sire, Sie sind Geschichte. Ah, jetzt treffe ich auch dort hinten. Das ist ja interessant. Ich stand vorhin weiter hier und habe die nicht getroffen, aber hier geht es jetzt auf einmal. Ich will mich jetzt mal nicht beschweren, ne? Also. Gibt jetzt deutlich Schlimmeres. Bereit, kurzer Prozess. Deshalb halte ich jetzt doch mal gediegen mein Maul. Zur Stelle, so gut wie tot. So, der eine ist auch noch dran. Perfekt, den treffe ich. Je mehr hier drauf gehen, desto besser. Wobei, ich glaube, kann ich jetzt schon stürmen? Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich werde gleich mal speichern und es einfach mal versuchen, aber ich denke, es kann noch in die Hose gehen. Achtung, Sie sind Geschichte. Ich glaube, da treffen sie jetzt nicht mehr. Nee, okay. Aber ist auch nicht schlimm. Los. Rückzug. Vorwärts. Das wäre jetzt dumm, wenn die jetzt hier noch in Fallen laufen würden. Das wäre echt ärgerlich. Sire, ladet nach. Aber ich probiere es doch nochmal. Nee, der steht da auf seinem Turm und... Nee, okay. Der ist dort quasi unbesiegbar. Bereit, eure Lordschaft. Ja, bitte. Oh, jetzt läuft da Gefahr, abgeschossen zu werden. Zur Stelle. Eieiei, Mate. Als ob der dahinter auch noch trifft. So, okay. Ihr könnt auf uns zählen. Und marsch! Euch ziehe ich jetzt mal zusammen. Wir rücken ab, müsste es eigentlich heißen. Und weiter. Nicht ab in die Mitte. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ein weiter Weg. So, die Lanzen. Oh nein. Ihr werdet sterben. Ihr seid so dumm. Ja, lasst euch doch freiwillig. Dann geh doch zu Netto. Kann mal testen, ob die Feuerdinger da auslösen. Nee, gar nicht. Ihr könnt auf uns zählen. Wie tief ist es? Wohin gehen wir? Feuerbogenschützen? Nee, die haben nicht. Okay, interessant. Also dann kann es gut möglich sein, dass die da nicht anfangen, Feuer zu schießen. Na endlich! Was gibt's? Bewegt euch dort bloß weg. Ja, Herr. Bewegt euch, Hunde. Hunde. Ja. Bewegung. Na los. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Na, Bewegung tut gut. Was wünscht ihr? Auf ins Habe ich Getümmel. Gehört, auch bei Hexenschüssen soll das sehr bewegt angenehm euch, sein Hunde. Quasi. Oh, Leute. Was gibt's? Den Hexenschuss zu haben ist wirklich mies. Ist wirklich eine ganz miese Sache. So, ja, Streitkampfkämpfer zum Abräumen sind quasi da und jetzt beginnt der spaßige Teil der Mission. Also, war ja bis jetzt gerade eben noch ein bisschen Arbeit, aber jetzt geht's ab. So. Allzeit bereit. Wobei ich erstmal 100 vorschicke zur Probe quasi, einfach um zu gucken, ob die Feuerfelder auslösen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, wie es mir scheint, doch, ja, das war mir klar. Sehr wohl. Na dann, kommt mal, löst mal die anderen Felder noch aus. Macht mal hier nicht solche langweiligen halben Sachen, ihr Bogenschützen da. Sehr wohl, mein Herr. Ja, sehr schön. Wir rücken aus. Von hinten sind da bestimmt auch noch ein paar Feuerfelder, ne? Jawoll, guck mal. Sehr wohl, mein Herr.
nasse Angelegenheit. Okay, kann schon sein, dass die gar nichts mehr auslösen. Nicht noch mehr. Weil... Wie ist das Ananas? Meine Stiefel sind undicht. Ja, bitte? Wirklich in den Graben? Ihr könnt auf uns zählen. Dieser eine hier oben, ey, der raubt mir echt die Nerven. Aber jetzt, jetzt ist der abgelenkt dort. Das ist ganz gut. Allzeit bereit. Und deshalb kann er jetzt dort auch abgeschossen werden. Bereit. Ja, jetzt wird er abgeschossen. Womit kann ich die Tür ein Kinderspiel? Ihr könnt auf uns so. Aber wir Allzeit bereit. Womit kann ich nennt euren Vergnügen? Ja, bitte. Ihr könnt auf Kinderspiel. Das ist wirklich eine ultra miese Mission. Sind auf dem Weg. Also, ich spreche da quasi aus Erfahrung. Mit Vergnügen. Wobei, Feuerfelder auslösen, ist das drin bei euch? Nee, scheiße. Hätte ich mehr schicken müssen. Womit kann ich dienen? Dann schicke ich jetzt die nächsten zum Feuerfelder auslösen. Nennt euren Wunsch. Und den Sturmbock schon mal ein bisschen in Position. Guck mal, ich habe ja hier noch ganz viele. Bitte? Erstmal müssen die Feuerfelder ausgelöst werden. Das ist, so viel ist schon mal klar. Sehr wohl, Sire. Ich schicke einfach mal auch mal die Tunnelgräber. Weil ich auch nur zwei davon habe, also... Ah, guck mal, hier war sogar noch eins. Ihr könnt auf uns zählen, das interessante Spiel. Sache. Mist, ich glaube, ich hätte mehr schicken müssen, was. Kacke. Ah, die waren ein bisschen useless gesetzt. Pass auf, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Ja, hör. Und ab ins Loch. Ein leichtes. Ab ins Dunkel. Hier geht alle. Wohin gehen wir? Alle 229 Meter. Ein weiter Weg. Allzeit bereit. Mit Vergnügen, Herr. Womit kann ich dienen? Aber natürlich. Nennt euren Wunsch. Oh, da haben sie sogar noch mehr ausgelöst. Sturmbock bereit, my lord. Kein Problem. Komm, ich lasse jetzt einfach vorhin. Die Leiterträger sind auch schnell. Ja, yes, Sire. Können quasi auch noch ein bisschen Ball. Feuer auf sich ziehen. Eure Befehle? Ja, bitte. Ein leichtes. Ihr könnt auf uns sehr schön. Zählen. Feuerfelder sind ausgelöst. Allzeit bereit. Tötet mal die Bogenschützen dort. Okay, warte. Ah! My lord, so schnell ich kann, Sire. Ganz dumme Sache, das hätte ich mir jetzt sparen können. Mist, das schießt jetzt natürlich auch die Manga. Bin zur Stelle. Oh Gott, das war dumm von mir. Dit war stupid. Und Speicher. So, ich muss jetzt eigentlich quasi... das Feuer hier ausbrennen lassen und dann gucken, Leitern oder Belagerungstürme besser wären eigentlich die Belagerungstürme. Schauen wir mal. Oh, hoffentlich, vielleicht greift das Feuer über, so wie es in Crusader öfters der Fall ist. Aber das tut es leider nicht. Schade. Und Speicher. So, wir warten noch bis... ja, sehr schön. Okay, na dann, würde ich sagen, stürmen. Ja, den ganzen Weg? Ja, ist es schon soweit? Kein Problem. Belagerungsturm bereit, Sire. Gehen wir nach Hause? Leitern nee. Bereit. Ihr geht bereit. Nicht nach Hause. In Bewegung. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Keine Chance. Was wünscht ihr? Die sind so gut wie tot. Na endlich. Rücke aus. Ja, die werden dort jetzt totgeschossen, aber das spielt keine Rolle. Was gibt's? Hühnerfutter. Guck mal, einer ist durchgekommen. Ah, okay. Nimm alles back. Ja, Herr. Wir haben keine sehr schön. Chance. Ja, die sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Was wünscht ihr? Na endlich. Okay, guck mal. Keine was Chance. Gibt's? Ich hab da ganz so gut. Wie tot. Ja, Herr. Hühnerfutter. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Die sind so gut wie tot. Na, eigentlich dürften sie da jetzt gar nicht runter ja, erst. Hühnerfutter. Was gibt's? Wir haben keine. Ja, Herr. Die sind so gut ich würde nur tot. Ungern das Feuer auslösen, aber wisst ihr was? Achtung! Eigentlich sind wir jetzt hier durch. Der Hauptteil der Mission ist quasi den ganzen geschafft. Nur vielleicht hätte ich die Mission sogar auf schwer geschafft. So, der stirbt jetzt endlich auch noch. Und los!
Guck mal, da brauche ich nicht mal die Hauptarmee reinjagen. Eine Botschaft des Schweins. Geil. Nein! Schenk dem Schwein das Leben! Bitte! Ich hab grad echt die Burgfrau getötet, oh Mann. Der Feind ist bezwungen. Das hätte ich ja nicht nötig gehabt. Sieg! Sehr schön, wir haben es geschafft. Am Ende jetzt sogar besser, als ich dachte. Ich hätte vielleicht sogar auf schwer spielen können, krass. Aber ich will ganz gerne eigentlich so eine konstante Projekt haben und da jetzt nicht irgendwie die Mission... Ach, tut mir leid, wenn ich immer so kurz reden würde, als ob ich brechen würde. Sondern es liegt einfach mal am Hexenschuss, der kurz durchkommt. Ich will halt eine konstante Projekt haben und deshalb habe ich mich für normal entschieden, weil ich bin jetzt auch nicht so der Stronghold-Profi und ja, ich hoffe, ihr seht das ein. Jetzt, da das Schwein geschlachtet ist, steht euch lediglich der Wolf noch im Weg zum Sieg. Kaum hat sich der Staub der Schlacht gelegt, teilt man euch mit, dass Sir Longarm zusammen mit dem König in eine weitere Grafschaft einmarschiert sind, um sie für sich zu beanspruchen. Die Schlinge um den Hals des Wolfs wird enger. Sehr schön. Das heißt, wir werden... Oh, sehr interessant. Das heißt, wir fangen jetzt doch hier erst an. Ich dachte, das wäre die Endländerei des Wolfs, aber dann wird es wahrscheinlich die hier oder die hier sein. Vielleicht die hier. Am Bodensee quasi. ja, ich danke fürs Zusehen. Jetzt sind es noch 3 Missionen quasi. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder mit reinschalten würdet. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen würdet. Da streame ich jeden Freitag und Sonntag live. Allerdings nicht zu festen Zeiten, das kündige ich immer an. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein Follow da lassen würdet und dann immer mal in den Streams reinschauen würdet. Da würdet ihr mich sehr supporten mit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank für eine Bewertung. Haut rein und ciao.